Magst du Pike Tolkien? Ja, ziemlich cooler Champion. Habe ich auch selbst ziemlich viel gespielt. Wisst ihr noch damals, als Wanda Pike Toplane populär gemacht hat und einfach jeder Pike gespielt hat? Das waren die Tage. Aber dieser Predator-Scheiß ist so ridiculous. Was ist besser auf Canon Arry oder Spellbook? Früher Spellbook, aber jetzt nicht mehr so sehr. Eigentlich gehst du immer Summon Arry oder Electrocute. Dieses Game könnte man auch argumentieren, dass Electrocute besser gewesen wäre, weil ich nicht so viel poken kann, aber... Hängt so ein bisschen ab, ob wieder Jace mit sich spielen lässt. Shit! Mindert Guerilla Gods. War nicht ganz rechtzeitig in Lane. Aber ist fein. Haben die XP bekommen. All good. First game of the day. Let's get it. Geleasht. Er pusht ein bisschen. Wollen nicht zu sehr reingepusht werden. Aber wir wollen reingepusht werden. Das erste Mal seit langem, dass ich kein D-Blade auf Cannon spiele. Sondern D-Rings. Gibt mir ein bisschen weniger AD. Gerade im Early Game relevant, weil die Adaptive Stats halt noch umgewandelt werden. Pokey. Er spielt kurioserweise Conqueror. Ich bin mir nicht sicher, wieso. Wird er in dem Game hier niemals spotten können, also. Er wird immer nur kurze Fights haben. Wir sind 5 Range Squishy Champions. Also, ein Medi Champion Kiana, aber die ist Squishy. Geht ja kein Goldrinker-Bild mehr seit der Nerf, sondern auf jeden Fall irgendeine Art Eclipse-Variation. Von daher, not sure, warum Conqueror, aber wir werden es herausfinden. Long Cover Topside. Und nicht, dass sie mich ganken kommen wird, aber sie könnte. Ich weiß. Hey, er ist nicht gestackt und ich kann hier komplett an meinem Turm stehen. Also, ich kann eigentlich nicht wirklich gegankt werden. Oder es wäre zumindest höchst unwahrscheinlich. Und auf gar keinen Fall zulassen, dass er TP'd, also gehen wir auf den Trade mit ihm. Wäre verheerend gewesen, wenn er der Bot nicht TP'd und unser First Blood Play für Draven abgewendet wird. Ein paar Bins behind, was hauptsächlich daran liegt, dass ich einfach schlechter gelastet habe. Besser lasten können mit Spells und allem drum und dran, aber it's all good. Ich nehme ein bisschen seine Spells, nämlich nach vorne laufe. Vielleicht schaffe ich ihn rauf für den Stun, ne, mit E, W, Q, Auto-Attack. Sind es 4 Stacks insgesamt. Schöner Gang von Kiana. Auch richtig einfach mit Predator. Kann man nicht lügen, also. Es ist zwar ein nicer Gank, aber es erfordert kaum Skill, weil Predator so fucking OP ist. Okay, Jace ist zurückgepeat, er geht auf Lifesteal. Gute Games, gute Stimmung. Auch die Wahl auf Lifesteal verstehe ich nicht wirklich.
Weil es eigentlich kaum eine Welt gibt, in der ich ihn poke. Und eigentlich werde ich ihn halt, Wir haben halt diese All-In-Trades wie gerade eben, ne? Megas, wenn er sowas machen will, dann ergibt's schon Sinn. Wenn er zwei Turmschutz einfach von tankt. Ja, sollte ich zu lange auf meinen Recall-TP warten lassen? Hätte immer noch Flash Advantage der Jace aktuell. Ja, er scheint einfach Recon zu wollen erneut. Oh mein Gott. Keinerlei Edi in Ruhen. Weil ich das so nicht spielen kann. Normalerweise habt ihr genug AD, um zu lasten, einfach weil ihr... What the fuck, genug AD habt, man, ich fasse es nicht. Ich bin so an D-Blade gewöhnt. Meine Last jetzt leiden unter meiner Gewohnheit. Ich kämpfe auf hinter mich, der hat Level 6 und vielleicht Predator. Einfach geil. Ich wünschte, ich würde einen Assist bekommen für den Play, aber... I probably don't. Keine Ahnung, ob er Ult hat, ne? Aber das ist einfach Awareness. Ich sehe, dass hier Krim invaded beim Raptoren-Camp und ich move sofort. Erste, was ich machen muss, ist Blast Comproc und tun wir sofort. Endet in einem Kill. Keine Ahnung, ob ich hätte ulten müssen, aber ich wusste nicht, ob er Ult hat. Ich gehe auf Nummer sicher. Er ist der stärkste Champion im Enemy-Team. 2 Kills. Und ich glaube auch nicht, dass ich meine Ult wirklich brauche hier oben. Nach dem Kiana ihre Mist, investiert lieber einfach meine. Ey, der Cursed Wiener, Finna von den Subman, willkommen. Gute Games. Gute Stimmung. Danke auch an Melli für deinen Sub. Willkommen, Melli. Danke dir. Gute Games. Danke auch an Wachi. Willkommen, Mate. Talking. Erkennen ist einfach ein Scaling Teamfighting Beast in der aktuellen Meta. Das heißt, meine Aufgabe ist zu scalen und dann zum Teamfighting Beast zu werden, wie ihr vielleicht aus der Wortwahl entnommen habt. Genau, das ist meine Intention, genau dafür spielen wir. Gute Games, gute Stimmung. Verliere Laning Phase gegen Jace, ein bisschen, aber nicht sehr. Ich hätte in CS hier auch deutlich vorne sein sollen nach dem Kill auf ihn mit Kiana, aber ich habe einfach Minions gelastet, nicht gelastet, weil ich gefailt habe. Ich locker so 10 CS gekostet bereits, oder ein bisschen mehr vielleicht sogar. Wir haben 2 Kills, gute Awareness hier gezeigt bis jetzt und bewegen uns relativ free durch die Laning Phase hindurch. So rücken mit dann ist nicht so geil. Bin ich ehrlich. Vor allem, weil sie ist ja nur die Close, war Half HP, what the fuck. Und zwar war sie Topside, ne? Man hatte die Peel, dass wir keine Prior verlieren. Es ist aber, eigentlich sollte ich in die Wave rauspushen, aber super hart, weil ich kann das so leicht, wenn Jace im Busch drin chillt und Helgrim gerade kommt, bin ich aber dead. Jetzt kommt noch Mana. Bei Midlane, der hat Flash, hoffentlich entrinnt er der Situation. He dead. Ah, der einzige Plan, den Helgrim hat, ist mich zu ganken hier oben. Ich nehme Raptoren zu langsam leider, Crux.
Kann sie nicht wirklich nehmen. Muss von TF beschützt werden mit seiner Ult. Das ist der Play. Jace hat ja auch, wie gesagt, kaum noch Mana. Also ich bin jetzt nicht so bedroht worden wie man. Okay, alles klar. Auf HP auf Herald. Danach wahrscheinlich kein Top-Play möglich, weil Jace kein Mana hat. War gerade das erste Mal, dass Jace mich auch hat, seit I don't know wie lange. Das, obwohl er Conqueror spielt. Das ist ja so geil für uns. Unser Wardline unterdessen ist am zweiten Turret. Es ist nie smart, auf Weak Side so ein Play zu machen. Ich hätte auch besser flashen müssen, einfach gar nicht flashen, einfach auto-attacken. Warum flash ich seine Q? Was ein Bummer, my bad. Wenn mich das jetzt 5 Plays kostet, bin ich einfach reported. Ah, warum habe ich das getan, Mann? So ein großer Fehler. Einfach chillen können. Ich habe halt den 1v1 Kill Angle gesehen, weil der Jace gegrieft hat. Aber es ist einfach nicht meine Aufgabe zu töten. Ich spiele Weak Side, ich muss nur warten. Großer Fehler. Oh, das ist so gut. Oh my goodness. Yes. Auch ein super naiv auf den Play zu machen, wenn wir Summoners haben und Shield vorab. Von den Gegnern. Aber ich habe schon so gut gespielt, das ganze Game, ne? Mit den 2 Kills, die ich überhaupt bekommen habe. Wenn ich einfach nichts mache, weil ich hätte einen Solo-Kill gemacht und Hekerim. Aber es ist halt klar, dass Hekerim da ist. Und da gibt es keinen Grund, meinen Play zu machen. Wir haben so Botset gespielt und der Botset so viel Erfolg gehabt, dass meine Aufgabe einfach mit 2-0 schon mehr als erfüllt ist. Und einfach meine einzige Aufgabe an der Stelle einfach warten und nichts tun. And I didn't. I died to Hekadim. Hm? Das ist ein guter Call, ja. Bei Grom kann ich vielleicht da machen als Crux. Is it Honeyfruit? Der Shutdown für LeBlanc ist nicht gut. Der einzige Champion im Enemy-Team, der carryen kann, ist LeBlanc. Der hat gerade Fett-Shutdown bekommen. Hat leider schon Mercs fertig, weswegen ich sie gerade eben nicht one-shotten konnte. Jetzt hat sie sehr viel Damage. Gute Games. Gute Stimmung. Kurz Bot-Side-Camps checken gehen. Ist gerade mit beiden fertig, oder? Okay, er hat nur eins gemacht. Ah, scheiße. Nicht gedacht, dass sie da rechtzeitig wegkommen, Mann. Hab mich so sicher gefühlt, weil nachdem sie das Ding hier procken, also nachdem sie Scry's Bloom auslösen, dachte ich halt safe, dass sie einfach rauslaufen würden nach unten. Weil ich auch so weit vorne war, aber sie sind einfach rechtzeitig nach rechts gekommen und sie sind so rechtzeitig nach rechts gekommen, dass ich sie weder hier gesehen habe, von hier nach hier, noch mit meinem Pink Ward. Also obwohl sie gerade eben erst Scry's Bloom geprockt haben. Deswegen habe ich mich so sicher gefühlt, weil ich den Pink Ward über die Wand platziert habe. Und ich mir eigentlich sicher war, dass da niemand sein kann, weil ich ja legit gewardet habe, aber I was wrong. Der wird einfach nur warten müssen, Mann. Was fein, whatever. Da war ein Blutschicken in dem Busch, aber das klären wir nicht, whatever. Kann jemand drauf tippen, kann da stehen bleiben.
Das ist mir gerade gleich. Die Zeit kann man besser investieren in Waves und in Camps. So schaffen wir niemals, bevor die Creme da ist, aber vielleicht die Krabbe. Oh, das Blue Cream Level 12, wie nice. Sidestep? Okay, ich dachte, er würde EQ in der Jace. Nice! Das Game sieht super gut aus. Mit Turbo Strong jetzt mit Flash. Well, wenn die Leute das denken, dass das worth war, dann... Go ahead, kill me again! Whatever, mate. Hey, danke dir 20er Chicken Nugget für deinen Sub. Und danke auch an Random Malian für deinen Support. Willkommen. Super Angst vor Leblanc jetzt hier. Eigentlich sollte Leblanc etwas stand und mich töten. Ah, okay, wir haben sie gesehen. Perfekt, sie war hier. Sie jagt mich. Genau das, was ich an ihrer Stelle tun würde. Immer wieder weak seid, wie schon seit Anfang des Games eigentlich. Am Lock hat Cosmic Drive, also kann mich relativ leicht auch einfach diven, ne? Weil ich bin bereit, Türme abzugeben und zu rassen. Während mein Team da oben einfach endet, also. Please LeBlanc, be my guest. Mach weiter mit dem Play. Da ist noch jemand drin gewesen, what the fuck? Meine Q wird gemisst leider. Dax. Nämlich ignited. Unfair. Ja, ich habe sie nicht mit Q treffen können, weil sie Tenacity hat, ne? Ich habe es quasi so gespielt, als hätte sie keine Tenacity mit meiner Q. Aber sie hat natürlich Mercs gekauft. Gute Games. Gute Stimme. Oh, das war wild. It happens. And eine White Muffin für den 33. Monat auf Stufe 3. Vielen, vielen Dank, Mann. Danke für deinen Support. Vielen, vielen Dank für die lange Zeit. Gute Games. Danke dir, mein Dude. Also ich krieg gar keinen Farm mehr seit Ewigkeiten. Und wenn Raven jetzt stirbt, können wir das Game verlieren. Gute Games. Gute Stimme. Ich hoffe mal, dass es dann... Ausnahmetod war an der Stelle.
Wenn ich reset mir für 200 Gold. Die Kulturanzerin gibt noch 180. Jace hat jetzt so viel Free Farm da oben, Mann. Einfach Nash forcen, wenn es geht. Ey, das Proto wird einfach kein Damage mehr macht, so wie früher. Das ist so traurig. Einfach eine tote Lane jetzt seit Ewigkeiten. Jace hat schon zwei Items. Naja, zumindest ich auch gleich. Heute ist nice, Gegner-Match schon ein bisschen MR. Die beiden, der Typ. Und die Medi-Champions kriegen so oder so Base Magic Resists dazu. Mit Flash und Voids, da habe ich mal guten Damage. Jetzt brauche ich noch so Stopwatch und Deathcap. Kein Bock auf Sonyas. Immer ein schlechtes Item eigentlich auf Canon. Wenn man es als zweites kauft, frühestens als drittes oder viertes. In den meisten Games. LeBlanc will eigentlich hier flanken, nur auf mich rauf. Ja, genau da wäre ich auch gewesen an ihrer Stelle. Raven ist tot, Jungs. How did that happen? Man geht sicher kein Nash ohne Raven. Mach, können wir bitte zusammenbleiben wenigstens? Ach, Mann. Aber wir verlieren das Game noch, ich denke. Ich weiß nicht, wie Draven da überrannt wurde, aber wurde überrannt. Also aber nicht passieren, dass ich mich raufdasht, ohne sofort CC zu werden in der Situation. Direkt Stuncut ins Face. Wenn sie sowas macht, muss sie sterben. Ah ja, jetzt geht es mal richtig hart. Limok ist legendary. Und wenn Draven one-hitted wird? Der Typ hat alles, all unser Gold. Immerhin war es ein Flash ohne Fight. Ein Fight ohne Flash von mir. Das ist gut. Weil ich den für den nächsten habe. Ich denke, ich gehe fast sogar Sonyas, actually. Ich werde nicht so wirklich viel Gold bekommen in näherer Zukunft. Und wahrscheinlich muss ich Frontline versuchen zu spielen, beziehungsweise ich muss tanken, weil wir werden die nicht one-shotten. Irgendwie LeBlanc töten. Am besten Picks mit Ray, mit Twisted Fate einfach. Ich geh jetzt aber mit runter mit Raven. Kein Bock mehr auf Sideline von LeBlanc gecatcht zu werden. Oder ich wurde nicht wirklich gecatcht, aber gezoned halt. Gute Games. Das ist eine frühe Ult, aber ich denke, es ist fein, wenn LeBlanc jetzt nicht steht. Gut. Gute Games. Ja, auch nach vorne laufen wollen eigentlich. Autodeck ist gestackt, perfekt. Ob die Rauflash und enden, wenn wir können. Wenn die resetten, resetten wir. Fucking Predator, Mann. Geldbock ist nicht hier, wir sind fein. Hätte ich nochmal vor kompletten Free Farm da oben verlieren. Ich habe schon so viel verloren. Lass uns bitte jetzt endlich enden. Wir sind schon Level down auf Top Lane, 2 Level in Mid Lane. Time to win.
Knock hinter uns, cuttet die Wave. Ah, ich bin einfach nicht mal gesehen, Alter. Scheiße. Mit der Kamera werde ich gestopwatcht. Trotzdem war der Stun auf Jace World von 1-2-1 zu traden, ist glaube ich da okay. Aber ich hätte überleben können, dann könnten wir probably enden, wenn ich es einfach Sonjasse. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass sie bei mir ist. Meine Kamera war nicht da. Alter, Nock echt insane nerviges Game gespielt, Mann. Wo bleibt dann sie? Not sure if we should try this, aber... Ich bin auf jeden Fall ein Nexus Turret, frage ich, wo sterben wir danach? Oh, die Blue Card? Sie brennt? Was ist die falsche? Okay, das ist die echte, nice. Die falsche hat gebrannt. Nice, Mann. Draven's Exhaust war huge. GG, ich würde gerne sagen, dass es ein richtig cleanes Weakside-Game von mir war, aber war es nicht. Ich hab richtig gut gespielt im Early-Game, also wirklich richtig nice, mit 0 Ressourcen, 2-0 gegangen und alles. Aber dann mein einer Death, wo ich den Jace unbedingt Wonder töten wollte und dann Hikarim sterbe, das war ein so großer Fehler. Danach einfach auf Sideline von LeBlanc. Ich hätte einfach nicht auf Sideline gehen, sondern einfach Gruppen akzeptieren, dass ich keinen Farm kriege und dann einfach fighten. Wir haben sehr schön eine Botlane rumgespielt und eine Botlane rumgecarried, das war nice. Ich habe meinen Job eigentlich richtig, richtig gut gemacht im Early-Game, aber leider nicht mehr wirklich zum Ende des Early-Games oder so zum Anfang des Mid-Games, I guess. Naja, ein feines Game. Immer noch alles okay gewesen, aber ich hätte mehr mit weniger Ressourcen machen sollen als in dem Game hier. GG.